Das war jetzt ein Start. Herzlich willkommen, wie er nicht sein sollte. Ich sehe an den Kacheln herzlich willkommen, dass einige da sind, die letzte Woche zum Auftakt auch schon dabei waren, aber auch einige neue, da freue ich mich sehr. Und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum offiziell zweiten, ja eigentlich regulären Auftakt unserer Ringvorlesung aus der Foresight Academy Zukunft lesen, Zukunft lenken, die sich ja damit beschäftigen möchte, wie wir eigentlich miteinander gemeinsam in einem Verbund mehr über Zukunft miteinander lernen können. Und wir haben dazu auch einige spannende Hochschulen hier an Bord für einen Verbund. Ich selber bin Ilka Bickmann von Science to Public, Gesellschaft für Wissenschaftskommunikation. Sie haben an dem Trailer gesehen, wir haben das Foresight Film Festival 2015 bereits begründet, gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und haben uns die Foresight-Themen sozusagen für das Festival schon damals unter die Lupe genommen. Und haben dieses Jahr gesagt, wir möchten eigentlich wachsen und wir möchten eigentlich auch partizipativ mit Hochschulen gemeinsam im Verbund zusammenarbeiten und eigentlich Zukunftsforschung gemeinsam mit Studierenden voranbringen. Und dazu freue ich mich sehr, dass wir heute auch unseren Gast, unseren ersten Gast offiziell dabei haben, der auch direkt mit uns in Medias Res geht und mit uns auch entsprechende Tools vorstellt gleich. Vielleicht vorab ein paar formale Dinge. Sie kennen das alles. Ich würde es aber gerne nochmal sagen, dass wir hier im digitalen Raum natürlich sind und stumm sind. Ich glaube, weiß gar nicht, ob Sie von unserem technischen Assistent Yannick stumm geschaltet wurden, ob das wieder aufgehoben sind. Wir nehmen das Ganze auf. Das ist für uns sehr wichtig, auch für die Auswertung, was hier eigentlich passiert, Spannendes in den Ringvorlesungen und auch in den Seminaren. Und wollen dazu natürlich auch im weiteren Verlauf so ein paar kleine Umfragen mit Ihnen machen. Dazu kommen wir dann auch noch im Verlauf dieser Ringvorlesung als kleines Tool. Und Sie haben immer im Rahmen der Ringvorlesung die Möglichkeit, mit der oder dem jeweiligen Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen, direkt im Anschluss und danach mit sich selbst und anderen Studierenden in sogenannten Breakouts, wo Sie sich kennenlernen sollen. Weil diese Initiative, diese Foresight Academy, die mit 7 Hochschulen, das zeige ich Ihnen hier auch gleich nochmal im Verbund, die soll auch untereinander die Gespräche und den Austausch mit Ihnen anregen und da auch über Themen und über Orte und Universitäten miteinander Begegnung schaffen. Ja, genau. Und jetzt kommen wir eigentlich dazu. Foresight, ich weiß nicht, ob Sie den Begriff überhaupt kennen. Ich habe ihn letzte Woche erklärt. Ich würde aber immer so ein bisschen für die Neuen auch diesen Begriff einfach nochmal kurz definieren. Was heißt das eigentlich? Was verbinden Sie damit? Und warum gibt es jetzt auch so eine Ringvorlesung mit 7 Hochschulen, dem Futurium und der Fraunhofer Gesellschaft dazu? Ja? Die Frage, die uns tatsächlich umtreibt oder umgetrieben hat, waren Fragen von Schülerinnen und Schülern, die gesagt haben, warum lernen wir eigentlich Geschichte, also Retro, aber warum kriegen wir nicht mit oder warum können wir nicht mehr über Wahrscheinlichkeiten wissen, die auch gesellschaftliche Prozesse beinhalten? Also warum gibt es Zukunft eigentlich nicht als Fach? Das war eine interessante Vorstellung. Und letztendlich ist Foresight als strategisches Instrument, das auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung nutzt, ist tatsächlich so etwas wie Vorausschau, methodisch zu gucken, dass etwas, was Zukunft heißt, nicht zufällig passiert. Wir sagen immer, Zukunft nicht Zufall ist Foresight, sondern Vorausschau. Wir wollen nach vorne schauen, wir wollen bestimmte Dinge vorausschauen und dann auch auf unser Handeln jetzt übertragen. Und das sind eigentlich 2 Stränge. Das ist eigentlich der Strang, dass das, was technologisch geht, in den Blick genommen wird. Also Expertinnen und Experten, die wirklich ganz visionär unterwegs sind in Innovationen, zum Beispiel der Fraunhofer Gesellschaft, die schauen nach vorne und sagen, na ja, wir können unseren Müll zukünftig am besten auf dem Mars abladen. Dazu gibt es schon die möglichen Technologien. Und da gibt es die Gesellschaft, die Friday for Futures oder wie auch immer wir, ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die sagen, ja, wollen wir das denn? Und wo wächst unsere Gesellschaft eigentlich hin? Und wollen wir mit diesen Technologien eigentlich so weiter wachsen? Und diese 2 Stränge, ich nenne das immer Reißverschluss, die wachsen sozusagen, gehen zusammen und bilden am Ende dieses Reißverschlussverfahrens ein gemeinsames Zukunftsbild oder Zukunftsbilder, die dann Handlungsorientierung bieten, auch für Politik als Frühwarnsystem. Und der Zeithorizont ist 10 bis 15 Jahre, das heißt aktuell bei Foresight Studien und Prozessen, bei Handlungsentwürfen, Szenarien befinden wir uns dann sozusagen im Jahr 2030. Das vielleicht vorab und was wir jetzt hier möchten, ist tatsächlich mit der Foresight Academy, mit 7 Hochschulen, Fraunhofer und dem Futurium der Zukunft auf die Spur gehen. Und das sind die Partner, die Sie hier sehen an unterschiedlichen Städten, die meisten sind aus Berlin, Sie sehen hier die HTW, Sie sehen hier die Technische Uni Berlin, Sie sehen auch Potsdam Nachbad, die Filmarche als selbstverwaltete Akademie, Filmhochschule,
Wir haben aber auch Weimar in unserer Ringvorlesung zu Gast mit Seminaren und wir haben natürlich das Futurium als das Haus der Zukünfte hier auch als Partner und zu Gast, die halt gemeinsam mit uns die nächsten Monate auf Spur von Zukunft gehen. Das vielleicht vorab zu dieser spannenden transuniversitären und auch transinterdisziplinären Vorlesung. Sie sehen hier auch immer auf der Webseite von uns, foresight-festival.com, die einzelnen Termine. Die sind da sozusagen drin und da können Sie sich auch immer anmelden, jeweils schon jetzt für die einzelnen Veranstaltungen. Ja, das wäre jetzt eigentlich eine kurze Voreinführung. Jetzt kommen wir schon zum ersten Gast. Liebe Cornelia, du bist Zukunftsforscherin, darf man so sagen. Ich finde das super spannend. Und parallel machst du natürlich auch Lehre. Du lehrst auch Zukunftsforschung und bist auch in diesem studentischen, akademischen Kontext unterwegs. Und bis heute tatsächlich unsere Erste, die uns ein bisschen zeigt, wie kann man Zukunft vielleicht auch lernen. Cornelia. Ja, danke Ilka. Herzlich willkommen auch nochmal an alle von mir. Ich freue mich sehr, da zu sein. Es ist mir eine Ehre. Und es ist auch eine Herausforderung. Das muss man vielleicht auch sagen. Ja? Wir haben gesagt, mit dieser ersten Veranstaltung wäre es gut, so eine Art Überblick zu geben. Und das ist eigentlich auch das Ziel, worüber ich heute sprechen möchte. So eine ganz kurze Einführung in das, was alles Foresight, Vorausschau so ist, was die Begriffe bedeuten, was eigentlich in dieser ganzen Wundertüte, habe ich es mal genannt, alles so drin steckt. Das heißt, wir schauen ein bisschen geschichtlich dann aber vor allen Dingen darauf, wer eigentlich heute mit diesem Vorausschau-Ansatz, Foresight-Ansatz schon arbeitet, wie das geschieht, wo und durch wen, was so Netzwerke und Plattformen sind, im Sinne auch vielleicht von Aktivitäten, mit denen man sich vernetzen kann. Ja, was da passiert in der Wirtschaft, öffentlichen Sektor und auch darüber, was so aktuelle Entwicklungen im Foresight sind. Ne, denn ganz viele dieser Fragen, die jetzt in dem Intro schon eine Rolle gespielt haben, warum ist das zum Beispiel kein Schulfach? Ja, die sind auch ganz virulent in der Foresight-Szene selbst und da gibt es ganz interessante Initiativen. Dann kam auch immer wieder diese Frage auf, wie wird man Zukunftsforscherin? Ja, die nehme ich auf und versuche mal so zwei Pfade aufzumachen, wie man das hier eigentlich machen kann, auch gerade in dem Kontext jetzt von dem Festival und der Academy. Und Ziel ist es im Prinzip, wir werden sicherlich jetzt nicht jedes Detail hier genau eruieren können, aber so ein bisschen Türen aufzumachen. Ja? In dem Sinne sind ganz viele Links auch auf den Folien, können das auch gerne hinterher im Verbund hier teilen, wenn das Sinn macht, sodass man hinterher auch nochmal tiefer in einzelne Themen, die ich jetzt nur anreißen kann, so reingehen kann. Und wie gesagt, danach soll es wieder interaktiv werden. Wer mag, kann mir auch währenddessen, ich meine, es geht, in den Chat eine Frage schmeißen und ansonsten gibt es hinterher nochmal Mentimeter-Fragen an alle und auch nochmal Breakout-Sessions, wo man sich austauschen kann zu den Themen, so dass wir auch nochmal ein bisschen Austausch haben. Ich spreche so 20 Minuten ungefähr und hinterher darf man mich abschalten. Ja. Dann hören wir auch wirklich auf. Wir wissen, alles fühlt sich dreimal so lang irgendwie online an wie in der realen Welt. Das haben wir gerade noch besprochen. Ja, da sind wir mittendrin. Ich schaue mal. Genau, so komme ich weiter. Bei der Frage, was ist eigentlich diese Wundertüte Foresight? Ja? Und bevor wir da reingehen und auch in die vielleicht eher wissenschaftlich etablierteren Definitionen gehen, würde ich gerne mit etwas Grundsätzlichem starten und zwar mit etwas, das nenne ich das Regenschirmparadigma. Ja? Auf dem Bild sieht man meinen Patensohn Tobias. Der ist an einem Tag, als wir mit einer großen Truppe Sightseeing hier gemacht haben und morgens losgegangen sind im strahlenden Sonnenschein, um auf so eine Hafenrundfahrt zu fahren und lauter schöne Sachen anzuschauen, hat er darauf bestanden, dass er einen Schirm mitnehmen will. Und wir haben alle gesagt, nee, komm, Wettervorhersage, das heißt, es ist strahlender Sonnenschein heute. Das ist totaler Quatsch. Und er war ganz, ganz sicher, er will einen Schirm, man braucht einen Schirm, man muss diesen Schirm mitnehmen. Letztlich war der nicht zu überzeugen, obwohl wir alle ganz sicher waren. Und der einzige Mensch, der an dem Tag wirklich trocken geblieben ist, war Tobias. Es hat wirklich geregnet, entgegen aller Vorhersagen. Ja. Der hatte also recht. Ja. Der hatte seine eigene Zukunftsvorstellung für das, was im Laufe dieses Tages noch passiert. Der hat besser gelegen als die offiziellen Voraussagen und das zeigt uns eigentlich so ein bisschen, dass wir in ganz vielen, auch im Alltäglichen, immer Zukunftsannahmen treffen.
Ja, jeder von uns. In dem, was wir anziehen, so wenn wir das fürs Kurzfristige sprechen, für den Tag, ob wir einen Schirm dabei haben oder nicht. Oder auch in dem, wie wir ein Studienfach wählen, ja, oder vielleicht berufliche Entscheidungen treffen. Unter allem liegen eigentlich so Annahmen über Zukunft. Meistens allerdings tun wir das nicht so systematisch, dass wir das wirklich durchanalysieren und so. Aber es ist eigentlich was Urmenschliches, was uns auch auszeichnet als Spezies. Und das ist nicht unbedingt die Domäne von Experten, sondern das, was eigentlich jeder auch so im Alltag praktiziert. Und zudem ist auch nochmal da, sich klarzumachen, dass natürlich auch dieses Sprechen, Denken, Imaginieren von Zukunft auch was ist, was ganz lange schon da ist. In der Philosophie, in der Vorstellung, in der Antike von alternativen Staatsformen, aber auch so in Kunst und Kultur. Ich habe hier Utopia, Thomas Moos mal als ein zentrales Beispiel mitgebracht. 2001 ist der Film auch ganz bekannt. Dann gibt es so dystopische, utopische Literatur natürlich ganz viel. 1984 ist so ein ganz bekanntes Beispiel. Und aktuell sehen wir das auch in den Streaming-Diensten unglaublich viel zum Thema Zukunft, oft auch technologisch geprägt. Black Mirror ist hier nur so ein Beispiel. Das heißt, die Zukunftsbilder sind eigentlich um uns rum. Wir sind sicherlich auch an vielen Stellen getragen von dem, was so bestimmte Interessen sind, je nachdem, wo sie so herkommen. Aber es ist auch Mainstream auf eine Art und es ist da und eine allgemeine kulturelle Leistung. Wenn man jetzt aber schaut, was ist so dieses Foresight, ja, dann sieht man, es gibt so ganz viele verwandte Begriffe. Zukunftsforschung ist zum Beispiel was, das wird uns jetzt auch nochmal öfter begegnen. Im Englischen Future Studies, dann Futures Studies mit dem Plural schon drin. Future Research, auch Futures Research, auch mit dem Plural drin. Und da geht es eigentlich darum, dass auf der Seite, wo es wissenschaftlich betrieben wird, wirklich wissenschaftlich, systematisch, so transparent wie möglich Zukunftsbilder angefertigt werden. Ja. Da gibt es die ganze Methodendebatte, da gibt es Standards- und Gütekriterien. Inzwischen ist gerade von der deutschen Szene auch so stark nach vorne gebracht worden. Und dieser Vorausschau- oder Foresight-Begriff, ja, also das Äquivalent von dem Begriff Foresight im Deutschen, ist inzwischen so ein bisschen strategische Vorausschau. Der kommt so aus den letzten zwei Dekaden, hat er sich stark durchgesetzt, ist getrieben worden von einer Einheit, die im politischen Vorausschau stark in der Europäischen Kommission geprägt hat und da auch methodisch wie auch in der Diffusion so in den Institutionen das besonders vorangetrieben hat. Und die haben diesen Begriff geprägt mit einem Fokus und der ist der Fokus auf das Handeln in der Gegenwart. Also nicht nur das Nachdenken über die alternativen Bilder von verschiedenen Zukünften, was eigentlich alle, die so professionell in dem Feld ein, dass sie über Zukünfte und nicht eine Zukunft sprechen, sondern immer über die Alternativen, sondern hier die Betonung, dass wir das tun, um Handeln heute zukunftsgerichteter zu machen, befördern zu können, dass wir in eine eher wünschbare Zukunft gehen können. Also diese Rückkopplung ans Handeln heute, das ist was diesen Foresight-Begriff eigentlich stark geprägt hat und bis heute noch prägt. Dann gibt es, um auch da nur kurz die Tür aufzumachen, so ganz viel verwandte bis benachbarte Disziplinen, Technikfolgenabschätzung, dafür haben wir ein Büro am Bundestag und so in Deutschland, das ist ganz etabliert und hat auch eine starke Nähe zur Vorausschau oder ist Vorausschau zum Teil. Technologiefrüherkennung, auch Trendforschung sieht man oft, kriegt man auch oft medial was von mit. Oder auch so auf europäischer Ebene ist oft die Rede von Future-Oriented Technology Analysis. Ja, das sind alles so vernachbarte Disziplinen sozusagen. Sprich, das ist eine große Truppe und auch wenn man da die Geschichte sich jetzt angucken will, ist das natürlich eine extreme Vereinfachung, die ich hier darstelle, aber um so ein paar vielleicht Punkte nochmal reinzubringen. Dann ist das Interessante, dass so die professionelle Vorausschau, Foresight eigentlich aus dem militärischen Staat kommt. Mit dem, was The Rand Corporation gemacht hat, dann auch Hermann Kahn als so eine ganz frühe, starke, sehr prominente Figur, der zum Beispiel Teilung Deutschlands, Berlin Wall und so da ganz bekannte Szenarien hatte, um Atomkrieg Szenarien hatte und dafür immer wieder Ärger gekriegt hat, dass er Prognosen, Szenarien hatte, die als zu wild galten und er gesagt hat, die sind aber denkbar, die könnten passieren und auch oft recht hatte, muss man sagen. Er hat ein eigenes Institut gegründet auch und dann war so Stanford Research auch ganz groß und hat begonnen, das in Unternehmen einzubringen. Shell war dann so das erste Unternehmen, was das ganz stark etabliert hat und auch methodisch besonders vorangetrieben.
Und dann so ab den 60ern in etwa kann man sagen, dass es weltweit, besonders auch wirklich in Asien mit einem starken Vorausschaufokus, zum Beispiel in Japan und so weiter, aber auch in Europa eine breitere gesellschaftlich getragene und weiterreichende professionelle Beschäftigung mit Vorausschau gab. Die Limits of Growth, Grenzen des Wachstums, sind im Buch, das kennen, glaube ich, auch viele, hatte einen starken Einfluss und war auch sehr bedeutsam für Bilder in Bezug auf den Handlungsdruck im Umweltschutz. Ja? Also was uns heute mit diesem Nachhaltigkeitsbegriff auch immer mehr umtreibt. Das war der Club of Rome, der da auf dem öffentlichen Diskurs auch wirklich einen großen Einfluss hatte. Da ist auch vermehrt so der Idee der Partizipation, zum Beispiel durch Robert Jung in Österreich, der so bürgergetriebene Bürgerbeteiligungsworkshops zum Beispiel auch ganz früh schon gemacht hat. Das ist also durchaus nichts Neues auch. Auch von Gemeinden auf Fädel-Ebene, würden wir Kölner sagen und so. Also da eine ganz breite auch Ausdifferenzierung, kann man sagen, der Ansätze. Und als ein letztes Beispiel, historisch, habe ich hier nochmal mitgebracht die Montfleur-Szenarien. Das waren politische Szenarien, die im Übergang von der Apartheid in Südafrika eine ganz zentrale Rolle bei politischen Entscheidungen und aber auch bei der Verbindung der verschiedenen Konfliktparteien im Politischen hatten, ja, wo Szenarien auch wirklich für den Entwurf sozusagen eines neuen Staatssystems genutzt wurden. Das heißt, da gibt es eine breite Tradition, die zum Teil, wo sich die Ursprünge auch immer noch mal in dem Methodischen zeigen, die durchaus ausdifferenziert ist und die heute eigentlich wirklich eine weltweite Präsenz von Foresight, kann man sagen, begründet haben. Und wenn wir da jetzt so in diese Landkarte, wer macht das heute? Ja, also ich schaue jetzt vor allen Dingen auf heute und versuche da besagte Türen so aufzumachen, gucken, dann sieht man eigentlich, dass es gibt weltweit Netzwerke, Verbände, Vereine, da kann man zum Teil mitmachen, einfacher oder nicht einfacher, das ist unterschiedlich. Es gibt so eine Association of Professional Futurists zum Beispiel, die ist wirklich nur für Leute, die das beruflich machen. Da gibt es so ein bisschen Eingangshürden. Es gibt aber auch die Sachen, die ich jetzt so grün hier angestrichen habe. Die sind eigentlich alle niedrigschwellig, kann man sich einbringen und mitmachen. Es gibt ein Foresight Europe Network, da bin ich selber jetzt auch seit Jahren aktiv, wo wir bewusst auch sagen, wir wollen insbesondere Jüngere, die in die Profession rein wollen, die auch vernetzen mit anderen Akteuren in Europa. Da kann man sich einfach anmelden und zack, ist man dabei. Es gibt aber auch die UNESCO-Initiative, da sage ich nachher nochmal ein Wort drüber, die Global Futures Literacy nach vorne bringt, weltweit, auch bewusst insbesondere mit starken Aktivitäten in Afrika zum Beispiel. Da gibt es so regelmäßige Konferenzen und so, Links sind alle drin. Ich hebe nur noch mal eins hervor, weil es vielleicht für viele interessant ist. Es gibt so gerade in der jüngeren Szene, würde ich es nennen, zunehmend auch so niedrigschwellige Formate, kleinere Formate. Das sind Meetups, Hangouts, Insta-Chats und ähnliches. Ich habe mal hier eins aus Berlin reingeschmissen, was so aus dem Bereich Speculative Design. Ich zeige da nachher auch nochmal, was dieser Begriff so bedeutet und meint, wo man sich auch einfach anmelden kann. Und dann trifft man mal ein paar andere Berliner Leute, die in diesem Feld unterwegs sind, ja, und kann sich da vielleicht vernetzen. Ja, sprich, da gibt es also auch viele Eingangsformen. Für diese Beispiele, was Foresight so macht, hebe ich so ein paar exemplarisch jetzt mal nochmal hervor und hier insbesondere das erste aus dem Non-Profit-Bereich auch. Das Millennium Project, das ist ein weltweites Projekt, existiert seit 1996 und dem ist damals gesagt worden, als es erfunden wurde sozusagen, da gab es so eine Machbarkeitsstudie. Da haben fast alle Experten gesagt, das Projekt ist so nicht machbar, nicht finanzierbar und wird nicht gehen. Es ist seit 96 da, hatten die Experten also in dem Fall Unrecht. Und was man nicht glauben konnte, was aber funktioniert, ist, dass es wirklich ein Non-Profit ist mit also 2-3 bezahlten Kräften, aber der Rest arbeitet da weltweit ehrenamtlich mit. Ich betreue das ganz lange schon für Deutschland. Das sind inzwischen über 60 Nodes weltweit und die Grundidee ist, dass ganz viele Zukunftsthemen globale Themen sind, die wir national nicht lösen können. Und dass wir deshalb uns auch mit anderen vernetzen sollten, die auch weltweit an diesen Themen arbeiten. Das Projekt macht unglaublich viel. Unter anderem gibt es so regelmäßig so ein State of the Future Report. Da sind 15 globale Challenges drin. Da gibt es auch kostenlos ein Executive Summary. Kann man also auch sich nochmal einen Überblick über globale Themen so verschaffen. Es gibt so Methoden, Datenbanken und so einiges, was man sich wirklich auch so als Material anschauen kann.
Ja, und dann, um nur noch mal so ein bisschen die Breite dieser Vorausschau, bestehenden Vorausschau-Projekte und Aktivitäten aufzuzeigen, habe ich so ein paar Beispiele rausgegriffen, die ganz bewusst verschiedene Akteure auch hervorheben. Das eine ist das Joint Research Center von der Europäischen Kommission, also da sozusagen der Forschungsarm. Die haben eine ganz große Plattform aufgesetzt und dabei auch ein Methodenkit zur Verfügung gestellt, was hier auch jeder nutzen kann. Das heißt Megatrends for Policy. Also was sind die großen globalen Trends und was könnten sie für uns bedeuten? Die Megatrends sind da frei verfügbar auf einer Plattform, wirklich mit Daten, unterlegt mit Charts, Statistiken, mit einer Analyse. Das ist eine Datenbank, kann jeder darauf zugreifen. Und die wird auch regelmäßig aktualisiert. Also das wäre, glaube ich, schon mal auch eine gute Quelle, ne, wenn man jetzt anfängt, sich mit Trends zu beschäftigen. Dann habe ich ein Projekt, weil es vielleicht so ganz nah an der Lebensrealität ist, mitgebracht von der C&A-Stiftung, die heißt jetzt Laudes Foundation, das ist eine Stiftung, die hat sich angeguckt, was ist eigentlich die Zukunft der Nachhaltigkeit in der Mode? Ja, da geht es um so Modelle wie zirkuläre Ökonomien, müssten wir nicht eigentlich unsere Klamotten leihen statt kaufen, ja, und dann recyceln ab einem bestimmten Punkt. Ja, müssten wir nicht eigentlich das Konsumparadigma komplett ändern, wenn wir nicht diesen negativen Impact, den wir da heute produzieren mit ganz vielen, was wir kaufen, ändern wollen. Das dritte Beispiel ist von der Bethel-Stiftung. Das ist mit der größte Anbieter von Dienstleistungen für ältere Menschen, aber insbesondere Menschen mit Behinderung. Die haben, und so ein bisschen ist es auch dokumentiert, ihren Strategieprozess so aufgebaut, dass nicht nur, wie es vielleicht üblich wäre, die Chefs, die Vordenker, die Führungskräfte darüber nachdenken, was müssen wir eigentlich in 20, 30 Jahren machen, sondern haben das vor Ort gemacht, in Bielefeld, wo ihr Hauptsitz ist, gemeinsam mit der Stadt Bielefeld, also der Verwaltung da, die vertreten war, mit Bürgerinnen und vor allen Dingen aber auch Klientinnen. Da waren also Menschen mit Behinderung in dem Prozess, auch Menschen mit starken Behinderungen, die zum Beispiel nicht sprechen konnten. Und da ist versucht worden, wirklich dieses Zukunftsdenken ganz inklusiv und barrierefrei zu gestalten und wirklich gemeinschaftlich. Das ist so aus dem Wirtschaftssektor, würde ich sagen, mit das radikalste Projekt von der Umsetzung her, was ich in dem Bereich kenne. Und dann vielleicht nochmal ein klassisches Beispiel so aus dem Unternehmensbereich. Das war ja und ist auch nach wie vor sehr stark, dass das da gemacht wird. Natürlich mit dem Ansinnen, eine möglichst zukunftssichere Strategie zu haben, oft auch einfach mehr Geld zu verdienen, gute Produkte zu haben. Zunehmend aber auch mit einem Nachhaltigkeitsfokus, das ist die Evonik Creavis. Die haben auch relativ viel Material online. Da gibt es verschiedene Szenarien, die auch in so Videos aufgereitet sind. Aber auch so Game-Changer-Listen. Also was sind Disruptionen, so wie wir sie gerade mit der Pandemie alle erleben, ja, und die auch auf den Zukunftsforscherlisten von Disruptionen waren. Was sind da so vorstellbare Zukünfte? Und ich habe unten nochmal eine Liste reingeschrieben. Man sieht eigentlich die großen internationalen Organisationen von OECD über die International Labour Organization. Und so. Das hat sich eigentlich stark rein diffundiert in den letzten Jahren, auch in Deutschland. Im BMBF wird dauerhaft Foresight betrieben, also viele öffentliche Organisationen in Kanada, gibt es auch Einrichtungen und so weiter. Das heißt, das ist inzwischen relativ breit und ganz gut verankert, wenn auch noch nicht überall und so weit, wie wir es vielleicht gern hätten. Das letzte Projektbeispiel ist dann genau dieses BMBF-Beispiel, was ich hier nochmal mit Hinweis auf zwei große Publikationen kurz vorstellen wollte. Dieser aktuelle Vorausschauprozess von BMBF, der läuft und versucht auch so ein bisschen hier, sagen wir mal, einen neueren Ansatz nach vorne zu treiben, der insbesondere die gesellschaftliche Verknüpfung und auch die gesellschaftlichen Bedarfe ganz stark in den Vordergrund stellt. Ja, hier gibt es also auch Beteiligungsmöglichkeiten stark für Bürger und Bürgerinnen. Ich habe hier unten nochmal einen Sticker auch draufgesetzt, dass da nächste Woche ein Workshop ist, wo wirklich jeder noch teilnehmen kann. Könntet ihr euch also anmelden. Der ist auch nur 1,5 Stunden. Man muss auch nicht zum Thema wissen. Es geht um Mensch, Natur, Maschine, Entgrenzung. Ja, also bauen wir zunehmend Teile in unseren Körper ein und sowas. Das heißt, die versuchen sich also verstärkt auch wirklich nicht nur expertenbasiert, sondern auch im Austausch mit Bürgerinnen und an diesem Fokus auf, was wollen wir gesellschaftlich mit dieser Vorausschau zu beschäftigen. In den beiden Studien, die ich hier zeige, geht es zum einen um die Zukunft von Werten. Die haben sehr große und breit nutzbare, auch würde ich sagen, verschiedene Szenarien, auch die so europäisch schauen, wie könnten wir uns in den nächsten
10, 15 Jahren verändern, ganz gut dargestellt, die man vielleicht auch in einigen Seminaren hier als Ausgangsmaterial gut nutzen kann. Und das zweite sind Themenblätter, die so einzelne Zukunftsthemen rausnehmen. Ja, so da geht es zum Beispiel um Vertrauen in einer vernetzten Welt, wie verändert sich unser Wahrheitsbegriff. Es geht aber auch darum, dass das weltweite Bevölkerungswachstum so langsam abflacht und was das vielleicht bedeuten kann. Das ist also wie so ein Blumenstrauß an Zukunftsthemen, der da aufgespannt wird, wie beschrieben auf einer Seite, also auch relativ knapp. Auch das könnte, glaube ich, hier nochmal eine gute Quelle für viele sein. So, und dann würde ich jetzt gerne nochmal auf so aktuellere Entwicklung kurz schauen und dazu nur nochmal deutlich machen, dass in dieser Entwicklung von Vorausschau sich natürlich auch die Methoden, die Art, wie wir uns da annähern, sehr verändert haben. Ja, und man kann sagen, es gab so verschiedene Paradigmen, von denen wir gedacht haben, mit ihnen können wir uns gut der Zukunft annähern. Ja. Da gab es so Phasen, wo ein Paradigma war, dass man in jedem Fall die besten Experten befragen muss und dann werden wir schon wissen, die Experten wissen das ja, was mit der Zukunft. Oder es gab so ein Paradigma, das gesagt hat, wir müssen so Modelle, alternative Modelle, wir müssen das alles berechnen und in Daten fließen lassen und dann können wir die Einflussfaktoren und die Wahrscheinlichkeiten gut berechnen und das ist die Methode für die Vorausschau. Dann gab es einen Schub, der so trendbasiert gesagt hat, wir gucken uns die Trends an und dann können wir verstehen, wie sich Märkte von morgen oder die Gesellschaft von morgen entwickelt. Wir müssen diese Trends genau angucken. Und das neuere Paradigma ist so ein bisschen gefasst worden unter dem Begriff Open Foresight, der eigentlich so verschiedene Methoden verbindet, ja, sie auch zusammenbringt und ständig weiterentwickelt. Und aber vor allen Dingen auch außerhalb der Institutionen, die es vielleicht gerade finanziert, die Akteure zusammenbringt und vernetzt. Das ist wie so ein neues Grundparadigma. Mit dieser Öffnung geht auch eine Tendenz zu etwas einher, was man nennen kann Futures Literacy Schub. Wir sprechen hier von Foresight Literacy auch im Verbund, das halt von der UNESCO stark nach vorne gebracht worden ist, aber auch von anderen Initiativen. Ich habe hier mal Teach the Future noch mitgebracht oder auch die Zukunftsbauer aus Deutschland, die versuchen, so das Zukunftsdenken an Schulen zu bringen. Ja. Und da ganz viel Materialien auch zur Verfügung stellen, wie man das machen kann und das weltweit bzw. hier die Zukunftsbauer halt in Deutschland tun. Das Bild ist da wirklich diese Ansätze, wie wir über Zukunft denken können, möglichst in die Breite zu tragen. Und die zweite aktuelle Tendenz ist zu schauen, dass man eigentlich wegkommt von diesen ganz langen, ganz komplexen und auch unglaublich abstrakten Vorausschauberichten, ja, die wir alle lange produziert haben und zum Teil auch immer noch produzieren. Das hat ein bisschen auch mit Systemlogiken und so zu tun. Und das, was hier blau eingekreist ist, ist so der neue Term, das nennt sich so Experiential Foresight, wo es auch eine große Nähe zum Design gibt, eine große Nähe zu Kunst zum Teil, zu Storytelling und auch kritischem Design. Und auch da zeige ich nur noch mal so ein bisschen ein paar Ansätze, was sich da in den letzten Jahren entwickelt hat. Zum einen ist es natürlich die wirklich Auseinandersetzung in Museen oder Räumen der Ausstellung, der Interaktion mit Zukunft, Zukunftsbildern, Zukunftsprojekten. In Deutschland haben wir ja hier auch im Verbund das Futurium, was auch noch mal in der Vorlesung ja da ist. Von daher dazu sage ich nicht so viel, aber alle sollten hingehen, auch online, da passiert ganz viel. Aber es gibt natürlich auch jenseits Deutschlands Ansätze. In Victoria und Albert war mal eine sehr gute Ausstellung vor 2 Jahren, wo auch viel online verfügbar ist. Die Dubaianer hatten sehr früh mit einem Museum of the Future Ansätze gezeigt. Und in dem, was so jenseits der Frage, was passiert im Museum oder im Ausstellungsraum, versucht Zukunft auch handhabbarer, vielleicht anders erfahrbarer zu machen, möchte ich als letztes noch nennen, dass es ganz viele Foresight-Gaming-Ansätze neu gibt. Ja, so ich habe jetzt hier eins von uns, das ist, heißt Future Disruptions Game. Das versucht sich mit diesem Begriff des Umbruchs spielerisch anzunähern. Das habe ich hier dargestellt. Da gibt es auch eine Creative Commons-Version von, kann man sich runterladen und selber zu Hause ausdrucken und spielen. Und noch ein anderes, was auch recht bekannt ist, Think from the Future, was auch so eine Art Kartenspiel ist, in dem so viel Zukunftsbilder spielerisch entwickelt werden. Das heißt, da versucht man also auch wirklich in andere Denk- und Austauschformate zu gehen. Und als allerletztes sage ich noch was zum Wie. Die Methoden ist natürlich
ein riesen eigenes Thema, über das wir natürlich eigentlich die ganze Semester sprechen könnten, aber auch nicht wollen. Von daher nenne ich nur so ein paar große Debatte, auch welche wirklich zukunftsforschungseigen sind, welche nicht, was vielleicht typisch ist. Und so zum Einstieg auch als Basics, man so bezeichnen kann, ist Trendanalyse, Szenariomethode, Delphi-Befragung und dann in den letzten Jahren zunehmend auch sicherlich sowas wie Wildcards und Disruptionsanalysen. Wie gesagt, wir stecken gerade mittendrin und erleben das selber. Und dazu gebe ich jetzt noch so zwei Grundprinzipien praktisch mit, ja, die man so aus diesem methodischen Baukasten sich vielleicht so auf den Zettel schreiben kann, wenn man selber jetzt damit beginnt, solche Ansätze zu nutzen. Und dieses erste Grundprinzip ist das Prinzip des 365-Grad-Blicks. Ja, da geht es darum, wenn man sich fragt, Trendanalyse ist so der Fachbegriff, aber eigentlich ist das auch eine recht einfach erlernbare Praxis. Da ist die Leitfrage, dass wir schauen, was sehen wir eigentlich heute schon an Trends? Ja? Was sehen wir um uns herum, aber vielleicht auch weiter im ganzen Land oder vielleicht gar weltweit? Welche Trends und Entwicklungen gibt es da? Und als sehr erfolgreich hat sich bewährt, da eben diesen 365-Grad-Blick zu nutzen. Das ist so ein Raster, das heißt Deep, guckt man auf Gesellschaft, Technologie, Ökologie, Ökonomie, Politik. Also auf fünf Felder, einmal komplett um sich rum. Wenn wir zum Beispiel geschaut haben, was ihr letzte Woche an Themen eingebracht habt, auch in dieser Befragung, haben die sich eigentlich ganz gut verteilt. Der Hintergrund ist, dass man sagt, man muss eigentlich auf die Vernetzung auch der verschiedenen Bereiche gucken und es macht nicht so viel Sinn, gerade wenn man von gesellschaftlichen Bedarf her denkt, dass wir nur schauen, was könnte die Technologie denn alles können, ja, sondern wozu. Und das zweite Grundprinzip ist das des Denkens in alternativen Zukünften. Ja, ich habe das mit dem Plural jetzt schon mehrfach angedeutet, dass der ganz wichtig ist. Und das würde ich schon sagen, können sich eigentlich alle, die so professionell in dem Feld arbeiten, darauf einigen, dass wir nicht mehr so sehr versuchen, die eine Prognose oder gar nicht, am besten nicht die eine Prognose, sondern immer die alternativen Zukünfte anzugehen. Ja, und das rechts ist so der klassische Zukunftstrichter, wo man sagt, je weiter wir nach vorne schauen, desto größer wird eigentlich der Raum der Optionen von Zukünften, die wir uns vorstellen können. Und lange hat man gedacht, das, was so farbig da drin sind, das sind so die Szenariolinien, die gehen so linear. Wir denken so die Entwicklung so nach vorne, aber eigentlich merken wir zunehmend, das sind vielleicht auch kreisende, sich verknotende Bewegungen und Entwicklungen, die faktisch dann wirklich stattfinden. Und so kann man auch die Szenarien eigentlich denken. Und so eine Leitfrage hier, wenn man anfängt, in diesen alternativen Zukünften, also verschiedenen Szenarien zu denken, ist immer eigentlich auch eine normative aus meiner Sicht. Also sich zu fragen, welche Zukunft wünschen wir uns, wo würden wir gern hin, was ist da vielleicht auch realistisch vorstellbar und andererseits, welche wollen wir vermeiden? Und da nochmal zurückzukoppeln auf dieses Handeln heute, ist eigentlich das, was die Vorausschau halt wirklich auch so typisch auszeichnet. Ja, zuletzt noch die Frage, wie wird man jetzt Zukunftsforscher? Ja, so. hier vielleicht, ja, in der Academy, in diesen Hochschulveranstaltungen, denke ich, werden die Schritte schon in die Richtung gegangen. Man kann das natürlich systematischer angehen. Ich habe hier ein Kompetenzmodell, was so ganz klassisch, kennt man ja aus der HR, die ganzen Skills und so weiter auflistet, auch mal mitgebracht, kann man reingucken, was man sich da alles aneignen sollte, wenn man das professionell machen will. Aber man kann es natürlich auch wirklich anders angehen und sagen, learning by doing. Ja? Man nutzt diese Prinzipien, man beginnt sie anzuwenden und macht das im selbstgesteuerten Lernen oder eben hier in den Seminaren oder auch in der Vernetzung in solchen Netzwerken und Meetups, wie ich sie hier auch genannt habe. Ja? Oder man geht direkt in den Beruf, bewirbt sich irgendwo, macht ein Praktikum, fängt an, das zu tun. Kann man genauso machen. Die offensichtliche Option, die natürlich aber auch auf der Hand liegt, ist ein Studium. Ja, muss ja auch nochmal gesagt werden. Es gibt den Masterstudiengang in Berlin zum Beispiel, aber auch in vielen anderen Ländern, falls da wirklich jemand mit flirtet hier. Toku habe ich, ist ganz groß vertreten. Die Finnen haben mehrere Studiengänge und Universitäten im Bereich Houston, Hawaii, Taiwan, Ungarn, Malta. Da kann man sich also die Studiengänge auch ein bisschen aussuchen. Da sind ganz viele Optionen. Aber das Zentrale wäre eigentlich für mich als Botschaft hier nochmal zum Ende. Ja, dass eigentlich ist klar, dass das Nachdenken und sich beschäftigen mit Zukunft wirklich eine grundlegende menschliche Fähigkeit und Eigenschaft ist, ja, was uns auch auszeichnet als Gesellschaft, das ist nicht die Domäne der professionellen Zukunftsforscherinnen. Das, was Foresight dann vielleicht jedem dafür, für diese Praxis, würde ich es jetzt mal nennen, mitbringen kann, sind so Tools und Ansätze, die versuchen, das zu systematisieren und auch verstärkt in Handlungen in den Institutionen zu übertragen.
Genau, und da könnten man eigentlich diese zwei Ansätze, die ich jetzt so am Ende nochmal versucht habe, ein bisschen aufzumachen, ganz gut nutzen. Zum einen zu sagen, wie werde ich eigentlich selber Trendspotter? Welche Veränderungen nehme ich heute schon wahr? Und da sind Corona-Zeiten sicherlich sozusagen reif dafür, ganz viel Veränderungen um uns herum wahrzunehmen. Und das Zweite ist dieses Denken in Alternativen. Als Bild würde ich gerne dazu noch mitgeben, dass mein Eindruck ist, je mehr man eintaucht in wirklich eine solide Vorausschau, Foresight-Praxis, desto mehr spricht man im Konjunktiv. Man sagt nicht mehr, es wird das und das passieren, sondern man sagt, es könnte das und das passieren. Es könnte aber auch jenes passieren. Und man spricht ganz viel in Wenn, Dann, also in Verknüpfung. Und damit öffnet sich eigentlich dieser Möglichkeitsraum. So, das war der kurze Vorschritt. Ich weise nochmal hin, dass wir offene Türen haben, ganz viel Links und so weiter, die wir auch nochmal teilen. Und höre damit auf, bin nicht gemutet worden, glaube ich, bisher, obwohl ich ein bisschen zu lang war. Aber ich übergebe an Ilka. Entschuldigung, da hatte ich jetzt ein Problem wieder mit der Bildschirmleiste. Ja, danke, Cornelia. Ich fand das super spannend. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen was gelernt und ich habe zwei Sachen mitgenommen, ganz ehrlich. Eine halbe Stunde ist wahnsinnig kurz für so eine Vorlesung, wo sich so ein ganzer Blütenstrauß auch aufmacht. Ich fand ich frage jetzt mal ganz deutlich, diese Anmeldung zu dem Prognos-Workshop am 24.11., die habe ich mir mitnotiert. Ist Schön. es so eine Art Open-Foresight-Workshop? Weil ich Das habe mit mich natürlich Bürgerinnen gefragt, wirklich kann jeder hin. genau, auch für unsere Beteiligten. Wie kommt man jetzt in die Genau. Praxis? Ne? Also von dieser ganzen Ja. Bandbreite der Recherche, wie kommt man rein und wie lernt man sowas methodisch kennen? Ich glaube, wir haben sogar jemanden von Prognos hier zu Gast. Ich meine zumindest, ich habe es auf der Teilnehmerliste vorhin gesehen. Dann wäre das ja jetzt auch ein wunderbarer Link schon mal rüber, zu sagen, ich würde hier einladen und auch wirklich vielleicht die Türen auch zu dem Workshop nochmal aufmachen wollen. Wer sich da von Ihnen interessiert, da auch methodisch einzusteigen. Also mich würde das total interessieren. Und wir haben jetzt auch gesagt, wir machen auf für Fragen. Bevor wir dann selber nochmal mit Ihnen in eine kleine eigene Foresight-Umfrage gehen mit zwei Leitfragen, da würde uns Lisa unterstützen. Gibt es Fragen? Also ich würde es jetzt einfach auch gerne öffnen. Trauen Sie sich, Cornelia, jetzt auch zu befragen, Cornelia Heim. Ich habe, also da kommt was. Ah, hier kommt die Okay, Einladung. Sehen das Sie, da war, ist ja, es genau. Ich habe jetzt im einfach noch mal den Link da reingeworfen für alle. Also genau, ich wäre da jetzt genau reingegangen und hätte gedacht, oh, ich muss mir das mal praktisch angucken und war jetzt sehr dankbar, dass da konkret sich nächste Woche eine Einladung für sowas auch mal auftut. Ich habe mich natürlich gefragt, ich nehme das vielleicht mal rein, bevor wir die andere Anfragen bekommen. Wenn du sagst, es gibt Zukünfte, verschiedene Alternativen, wie kriegen wir dann gemeinsam mit den praktischen? Ehrlich, wenn wir jetzt Entwürfe machen und die sind total konträr, was machen wir denn eigentlich mit einer politischen Handlungsempfehlung als Frühwarnsystem? Wie gehen wir damit um? Das habe ich mich tatsächlich gefragt. Ja, also Ja, wie offen bleiben wir da und wie versuchen wir das Ganze dann auch zusammenzubinden? also das macht es natürlich sofort Ja. auch in der Umsetzung sehr komplex, ja. Dass wenn du das ernst nimmst, dass du sagst, die Zeit der klassischen Prognose, das und das genau wird passieren, die ist eigentlich vorbei, sondern du musst diese Alternativen, auch diese Komplexität, die Unsicherheiten musst du halten. Ja, ist auch so ein bisschen so wild, ja. Dass die einfach existiert, das ist schwer. Und die klassischen Planungsprozesse sind auch nicht so ausgelegt. Ja, und auch, da wird es jetzt fast philosophisch, das klassische Führungsbild ist nicht so ausgelegt, ja, dass man das in Alternativen denkt, sondern das liegt oft ist ein Bild von Führung und auch vielleicht politischer Steuerung, dass man Sicherheit vermittelt. Ja. Und da gibt es so inhärente Widersprüche. Methodisch gibt es Auflösungsmechanismen, dass du sagst, du schätzt halt so ein bisschen ein, auf welchem Pfad bist du gerade und dafür planst du und dann machst du vielleicht noch so Sicherheitsplanung für alternative Szenarien. Wenn das passieren würde, müssten wir schon mal das in der Tasche haben und so. Das lässt sich auflösen, aber es bleibt letztlich doch bestehen, dass wenn du das ernst nimmst, du eigentlich damit leben lernen musst und auch aushalten lernen musst, dass diese Unsicherheit besteht, was, glaube ich, eigentlich eine faktisch existenzielle Wahrheit ist, ja, dass es so ist. Ja. Aber trotzdem nicht so angenehm und entgegen der Logik vieler Systeme, die bestehen. Ja, so. Ja. Das Das ist habe also ich auch. durchaus eine komplexe Frage dann irgendwann.
Ich meine, die Ringvorlesung hat ja den Untertitel nicht umsonst vom Umgang mit Wahrscheinlichkeiten. Ich fühle mich natürlich auch extrem an meinen Wahrscheinlichkeitsunterricht in der Schule immer erinnert, zu berechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet. Das war ja auch das Bild von deinem Patenkind. Ja. Dann einfach darauf zu setzen und diese ganzen Techniken der Vorausschau, die jetzt auch gesellschaftliche, soziologische Themen noch mit einspeisen, also da methodisch auch nochmal aufzuarbeiten, das finde ich tatsächlich spannend, auch nochmal in der Tiefe von so einer Art Workshop oder so mir anzuschauen. Intuitiv, hast du gesagt, war dein Patenkind. Wir haben eine Veranstaltung und dann würde ich auch gleich mal zu der Mentimeter-Umfrage von Lisa kommen. Timothy Ingenhose hat am, jetzt muss ich schauen, 21.01. ja seine Veranstaltung auch an der UDK, der unbewusste Futurologe. Geht das so ein bisschen in die Richtung, ich frage ihn einfach mal, weil ich sehe ihn hier, dass er dabei ist, geht das ein bisschen dahin in deiner Veranstaltung, dass wir auch unsere intuitiven Optionen, Möglichkeiten, Zukunft zu lesen, wieder erspüren und auch da ein Stück weit erproben in deinem Seminar? Also ich würde das natürlich nicht verraten. Also das ist ja so ein Spoiler. Nee, also ich kann ja sagen, dass wir erst, Cornelia, herzlichen Dank für die wunderbare Vorlesung. Ich habe sehr viel gelernt. Und ich komme selber jetzt gerade raus mit meinem Kollegen Thorsten Spiekermann von eine ganz nachmittagliche unbewusste Foresight-Session mit Menschen, die nicht wissen, dass sie foresighten. Das ist, was wir grundsätzlich, ich glaube, das hast du auch selber erwähnt, Cornelia, das ist irgendwie eine, wir denken natürlich als Foresighters, ja. Und das ist auch die Frage für mich, was mich interessiert, ist, was kann man mit diesen Tatsachen machen? Wie kann man damit irgendwie uns selbst überraschen in der Prozess der unbewusste Foresighting? Um etwas zu erzeugen, der vielleicht eine erfrischende Beziehung zwischen was wir erwarten, was wir hoffen, was wir fürchten und was noch eine Riesenlücke vor uns steht, und zwar das Unbekannte von morgen auch zu erzeugen und dadurch auch eine andere Beziehung miteinander zu erzeugen. Mhm. Das, was mich interessiert, das ist auch, dass man Community irgendwie erzeugt durch das Prozess der unbewussten Foresighting. Also das ist, da habe ich nicht gespoilt, aber jetzt werde ich versuchen, trotzdem das zu bereichern bis Januar, um euch trotzdem zu interessieren. Danke, gutes Stichwort. Mit Blick auf die Uhr, wir haben ja die Breakouts genau dafür vorgesehen, dass sich Studierende hier in der Community bewegen und untereinander auch tatsächlich in Räumen von eben UDK aus, Studierende von der MLU aus, von anderen, der miteinander in die Breakouts bewegen. Vorher aber, Lisa, haben wir eine kleine Foresight-Umfrage vorbereitet. Das ist übers Mentimeter. Das bereitet jetzt gerade du vor, ne, Lisa? Du gehst über deinen Bildschirm. Wunderbar. Ihr nehmt am besten jetzt mal eure Mentimeter, eure Smartphones in die Hand. Wer Mentimeter noch nicht kennt, menti.com. aufmachen und dann über den Code 65990065 eingeben. Da kommt eben eine Foresight-Umfrage mit zwei Fragestellungen für euch. Und es wäre interessant zu erkunden, wie ihr zu diesen Themen steht und welche Ergebnisse ihr daraus jetzt auch für uns entfaltet. Die erste Frage wäre, welcher Aspekt, Bereich, welches Thema interessiert Sie besonders im Bereich Vorausschau? Dass Sie da einfach mal in die freien Textfelder jetzt mutig voranschreiten und eingeben. Und danach, genau, jetzt würde sich da, also ich weiß nicht, haben Sie Ihre Smartphones zur Hand? Dann würden wir, sehen Sie, Wildcards, da gibt es jetzt schon die ersten Begriffe. Ja. Wir warten geduldig. Wir müssen ein bisschen ziehen und nehme das auch wirklich auf meine Agenda für nächstes Mal noch strenger auf die Zeit zu achten. Aber es ist so schwierig, wenn man die Gesichter hier sieht und auch irgendwie im Gespräch bleiben möchte. Ah, wow. Jetzt kommen weitere Themen. Jetzt geht's los.
Du siehst schon ein bisschen was, Cornelia. Und die Frage kam ja auch ein Stück weit aus deinem Foresight-Background. Das sind ja, ich sag mal, nicht typische, aber doch Fragen, die ihr auch so benutzt. Sind das so Fragen, die du auch wiedererkennst oder die Antworten? Ja, durchaus. Also die Gegenwartsbezug, genau, das ist so dieses Rückkoppeln. Wissenschaftlichkeit, das verweise ich zurück an die Hochschulen, auch wenn ich da Dozentur habe, bin ich letztlich ein Praktiker und versuche das nutzbar zu machen. So. Smart Homes, okay, Smart Cities. Den Feminismus finde ich noch sehr interessant. Mhm. Da gibt es auch so ein bisschen, jetzt gibt es so neuere Ansätze, Queering the Future und so, was so aus einer Gender-Perspektive auch Diversität und Vielfalt ganz stark betont wird, finde ich persönlich auch sehr interessant. Ich glaube, da geht auch noch was, das ist schon so ein bisschen auch gerne mal die üblichen Verdächtigen und so unter sich. Das ist ein ganz spannendes Thema und auch was so, was man so mittransportiert immer weiter im Foresight an alten gesellschaftlichen Bildern und so. Mhm. Ich finde spannend auch die Schnittstelle zur Wissenschaftskommunikation. Ich frage mich tatsächlich auch bei uns, wie zukunftsgerichtet müssen wir eigentlich immer kommunizieren? Also müssen wir nicht immer bei jeder Wissenschaftsvermittlung schon immer die Zukunft mit einbeziehen? Das ist ja auch, was uns umtreibt. Wäre schlau. Finde ich spannend. Ja, das ist ein schwieriges Bild. Ja. Das ist ein buntes Bild. Ich glaube, wir müssen leider, so spannend es ist, schon auf die nächste Frage. Jetzt haben wir 19 Beteiligte. Wir sind insgesamt 37. Es hängt jetzt ein bisschen an Ihren Breakouts. Na, wir machen die nächste. Danke, Lisa. Jetzt haben wir die zweite Frage. Womit sollte sich Foresight aus Ihrer Sicht mehr oder verstärkt befassen? Das ist auch schon ein Stück weit ein Auftrag, der rückkoppelt an Handlungsfelder. Das ist von Ihrer, Ihr Wunsch eigentlich auch an Foresight, ne? An Foresight-Forschung. Oh. Glaube ich persönlich auch. Also auch im Sinne von Umverteilung. Also ich habe jetzt reagiert auf die Ressourcenverteilung, die als erstes kam. Hm. Ja, es ist wirklich spannend. Ich finde es, also ich muss sagen, ich liebe dieses Instrument. SDGs, ja. Demokratie als Staatsform ist natürlich extrem gerade spannend mit den Wahlen gewesen oder wiederum immer wieder spannend mit dem ganzen System. Ich muss sagen, mich bewegt auch, vielleicht war das hier sogar aus Halle, der schwache Strukturen oder schwache Länder fördern. Mhm. Die sind gerade bei uns im Ostdeutschland tatsächlich, ich muss es einfach mal so sagen, wieder von der Hallenser Warte aus, sehe ich da immer noch nach all den Wendezeiten immer noch ein starkes Defizit. Da sind wir noch nicht, im Generationswechsel. Ja. Wunderbar. Ich finde, das ist ein tolles Bild und es ist auch von uns so ein bisschen die Idee mit diesen Foresight-Mentimeters, Sie jetzt auch gleich in die Breakouts zu entlassen, um Sie einfach, ja, vielleicht nehmen Sie das einfach mal mit als Inspiration, als Impulse jetzt auch in die Räume zu gehen. Wir würden Sie jetzt zufällig zusammenwürfeln, immer so 2 bis 4 Menschen, je nachdem 3 bis 4 Menschen. Ja, wir haben jetzt 5:50, sehe ich auf meiner analogen Uhr. Ich würde Sie jetzt einfach 10 Minuten reinlassen und wir machen ein ganz kurzes, knappes Ende. Und wenn wir ein bisschen überziehen, also unser Zoom erlaubt es, wenn Sie es uns auch erlauben, wäre ich sehr dankbar. Dann hätten wir ein nicht so abruptes Ende und wir sind nächstes Mal ein bisschen strenger mit der Zeit. Wunderbar. Magst du noch was sagen oder gehen wir einfach jetzt rüber in die Räume? Ja, alles klar. Gut, dann würde ich den Yannick bitten, uns aufzuteilen. Wir bleiben im Expertenraum. Das darf ich noch dazu sagen. Wir werden nicht mitlauschen. Wir bleiben einfach in der Session hier. Sie dürfen untereinander über alles reden, was Sie bewegt. Auch wie Sie es hier finden. Und ich war jetzt instabil, wurde mir gemeldet. Okay. Also die Leute sind zugewiesen, aber irgendwie haben einige verlassen. Jetzt sind einige alleine. Ich hoffe, das geht. Ich versuche noch ein paar umzusortieren. Das wäre lieb. Danke, Yannick. So. Sind es immer ungefähr 3 oder 2. Ich hoffe, sind alle irgendwie verteilt. Ist jetzt hier noch jemand drin, der in keinem Raum ist oder eigentlich nein sollte? Ich sehe das ja nicht, weil wir in der Hauptsession sind. Da bin ich jetzt überfragt. Ja, ich meinte jetzt nur der Hauptsession. Ach so. Ich bin noch da, aber ich denke, ich bin gleich dran, ne? Ja, wir machen gleich mit dir einfach nochmal die Staffelübergabe zur nächsten Ringvorlesung. Genau. Ansonsten hatte ich heute ein paar Probleme einfach mit den Wechseln, muss ich sagen. Ich weiß nicht, woran es heute lag. Es war ein bisschen schwierig. Aber
Ganz gerne ein Feedback geben. Ich bin ja auch nicht so in der Thematik drin und ich fand den Vortrag richtig toll. Also ich fand es super spannend, ich fand die Umsetzung schön und mir hat es echt gut gefallen. Und ich fand auch, dass es niederschwellig genug war, sodass es halt wirklich jeder verstehen konnte, unabhängig davon, ob man schon Zukunftsforschung betrieben hat oder nicht. Also fand ich echt klasse. Ah, schön. Super, super. Lisa ist ja Studentin bei uns in Soziologie, ne? Der Soziologie zugehörig. Insofern cool. Den Bereich auch. Ja, gut. Ja, super, danke. Ich habe auch die Ressourcenverteilung erreicht. Herr Wilms, wir haben Sie ja auch dabei. Vielleicht nutzen wir jetzt einfach die 10 Minuten. Ja, ich habe auch tatsächlich eine Frage an Frau Daheim. Es gibt vom World Economic Forum gibt's dieses Strategic Intelligence Tool. Gehört das auch da rein oder ist das? Es bietet ja auch die Möglichkeit, sozusagen so eine Analysen von Trends. Also ich weiß nicht genau, ob ich das Richtige jetzt auf dem Schirm habe. Die World Economic Forum Leute haben halt auch eine eigene Foresight-Truppe. Die hat da so ein bisschen personell gewechselt die letzten Jahre. Die haben mal mehr Foresight aus meiner Sicht gemacht. Aber das mag auch sein, dass ich das nicht 100% auf dem Schirm habe. Mhm. Die kommen natürlich so ein bisschen auch aus dem klassischen, sagen wir mal, BWL-Hintergrund oft. Das merkt man dem halt an, ja. Was man da so auch oft sieht, haben aber interessanterweise, fand ich, in den letzten Jahren auch viel ein bisschen radikalere Dinge gemacht. Also ich habe die oft mal zitiert, um zu sagen, guck mal, da sind radikale Fragen im Mainstream angekommen. Also die haben zum Beispiel früher ja auch mal eine Session zum Grundeinkommen gemacht und so. Da ist man hier in Deutschland noch in diversen Orten rausgeschmissen worden, wenn man es gesagt hat. Ja, die haben, gibt es so ein Tool, das heißt Strategic Intelligence. Das ist so ein. Aber ist das dieses Modellierungsding? Ja, nee, wo man immer gucken kann, welche Zusammenhänge gibt es. Also man kann quasi von einem Cluster zum nächsten analysieren, manchmal, was hängt mit was zusammen. Das fand ich so ein bisschen. Ja, das ist, genau, dann weiß ich, glaube ich, doch, das ist auch so ein Versuch, das ist auch ein uralter Versuch von dieser 42-Maschine, ne, sage ich jetzt mal. Keine Ahnung. Also jedenfalls. Ja, wo man versucht, die Weltzusammenhänge darzustellen. Ja, richtig. Ja. Das wird halt schnell, also sehr schwierig, würde ich mal so sagen. Ne? Ja. Weil das ist halt lässig, ist das alles vernetzt. Ja. Ich finde das aber auch legitim, weil halt schon ein Problem ist bei vielen dieser Felder, dass man halt sehr merkt, dass die Fachexperten immer noch, das ist halt auch systemisch so angelegt, einfach ausgebildet darin sind, sich in einem Thema sehr in der Tiefe in ihrem Feld auszukennen und nicht so sehr jetzt über den Horizont und mit anderen, die ja mit anderen Fachsprachen und so auch kommen. Ja. Und das fördern die halt stark damit. Das finde ich gut in dem Sinne. Müssen wir das aber nochmal neu angucken, nehme ich mir jetzt mit. Ja, das können Sie sich wirklich mal angucken, die haben das, ich kriege das immer diese zugeschickt. Auf der Website, ne? Ja, das heißt, ich kann Ihnen das auch zuschicken. Strategic Intelligence, super. Das ist so ein Tool. Janik, könntest du Emily noch zuweisen? Ja, wir haben es gerade versucht. Ich arbeite dran. Sie ist dran. Sie ist im falschen Raum. Sie muss jetzt wieder raus rein. Der Janik kümmert sich gerade mit dem Lateral drum. Super, danke. So, also die Tücken, wenn man den Raum verlässt, wie man wieder reinkommt. Analog macht man halt einfach die Tür auf, meine Güte. Digital ist das alles komplex. Man klopft sozusagen permanent an und die Tür öffnet sich nicht mehr. Wie im Escape Room. Deshalb heißen die Dinger auch Escape Rooms, ne? So, also, ja. Ich weiß nicht, ich liebe ja Escape Rooms. Ja. Spannend mit der Umfrage auch, mit diesen Umfragen immer wieder, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, ich muss mir das angucken, auch von der Beteiligung her. Wie viel ist denn eigentlich so normalerweise in so einer kleinen, in so einem Workshop, mit welchen Gruppen arbeitet ihr, mit welcher Quantität arbeitet ihr eigentlich, Cornelia? Bei uns in den Prozessen, meinst du? Jobs. Genau, in den Praxis. Du, total unterschiedlich. Ich habe nächste Woche war es mit einer internationalen Organisation, da haben wir 100 Leute drin. Mhm. Aber ich packe die halt viel dann in so kleine Gruppen, weil ich glaube, es macht immer nochmal einen Unterschied in der großen Gruppe. Das ist halt eine immense Hürde für ganz viele, sich dann da einzubringen und ist auch schwieriger das gut zu steuern. Ich bin jetzt großer Anhänger von kleinen Gruppen und so. Also ich schicke die dann viel in so kleinen Gruppen. Und so klassisch ist eigentlich für so einen Prozess, also du sagst, du hast so eine Gruppe von 20 bis 30 Leuten, aber jetzt zum Beispiel dieses Gedel-Projekt haben wir auch hier gemacht, da waren wir auch immer mit 70. Ne, wo jetzt die Menschen mit Behinderungen so stark auch drin waren. Da waren wir auch echt wirklich relativ groß, ne, weil wir halt diese breite Beteiligung auch hatten und so. Aber wenn du sagst mit 70, dann jetzt auch digital, richtig? Oder nächste Woche mit den 100? Oder das ist digital, ja. Im Moment ist ja eh alles online. Also ich habe eigentlich fast nichts mehr face-to-face.
dieses Jahr gehabt. Ich glaube, zwei Sachen habe ich face-to-face gemacht, den Rest komplett online seit Februar. Was ich persönlich auch als einen Fortschritt empfinde. Also nicht, dass ich das jetzt für immer alles nur noch online machen will, aber dass es mehr möglich ist, weil ich ja so viel international auch mache. Es ist manchmal auch einfach, hat das Vorteile auch nicht jetzt nur für mich persönlich, sondern generell auch, um Leute zusammenzubekommen. Ich habe ja eine Frage nicht gestellt und ich überlege, ob ich die dem Ralf nachher noch stelle als Überleitung. Hätte man Corona voraussehen können? Es gab ja die Simulation. Ist es da gewesen? Jetzt kann ich dir, es stand in allen Vorausschauberichten. Ja. Also nicht in allen, aber in vielen. Ja. Das war da, das war ja auch die Bundestag. Und es war wann? Bundestag und so. Ja, das hat Fraunhofer rausgebracht. Das INT hat das gemacht, die Studie. 2013 hat das INT dazu die Studie rausgebracht und exakt vorhergesagt, was heute passiert ist, bis auf, also sie haben drei Szenarien gemacht. Wir sind im Worst-Case-Track des INTs. Das macht mit Kati solche Trendanalysen. Und der einzige Unterschied, der nicht passiert, es gab keine Plünderung. Bis jetzt. Das war wann? Kannst du die Zeit nochmal sagen? 2013 und das hieß Pandemie 2020 und das ist scary, weil das heißt wirklich, also die haben 2013 ihr Trendpapier Pandemie 2020 rausgebracht mit einem riesen Virusmolekül auf der Titelseite, was aussieht wie ein Coronavirus, der heute jeden Tag drauf ist. Also wenn man das Papier als scary, wenn man denkt, ja, ah wunderbar, das ist gerade ein Bericht über Corona und dann guckt man das Druckdatum an 2013 und dann gruselt es einen. Aber jetzt muss man ja ketzerisch sagen, das ist jetzt 7 Jahre her und man hat damals schon geahnt. Was hat das dann für Implikationen? Aber also da muss ich mich leidenschaftlich mal kurz einmal. Ja. Das ist auch nicht der Einzige. Ja? 2008 ist das erste bei mir im Projekt gewesen, wo es drin stand. In der Wildcard für Europäische Kommission, öffentlich verfügbar. Blablabla. Da standen die Sachen drin, auch mit diesen SARS-Varianten, genau wie wir jetzt haben. Also die Sachen waren auf dem Radar. Das, was die zentrale Frage jetzt fürs Foresight ist, ja, das war auf den, in ganz vielen, auch die so Risikosachen angeguckt haben, Foresight-Berichten da, ist, wie kannst du es schaffen, dann ein besseres Vorbereitetsein hinzubekommen? Und das ist wirklich komplex. Kann man nicht sagen, wir waren gut vorbereitet, weil wir es wussten. Wir waren ja nicht schlecht vorbereitet. Also wir waren in Deutschland nicht am schlechtesten vorbereitet. Du kannst dir das ja auch angucken, die Bundestagsanalysen dann von den entsprechenden Sicherheitsbehörden, die da ja auch die Notfallpläne hatten für und so. Die waren ja auch da. Das kannst du ja online angucken. Ja, ja. Weil dann wäre es ja auch ein Beweis dafür, dass Vorausschau sozusagen dann auch wirklich nützlich ist für uns heute. Ne? Ja, trotzdem hat sich natürlich viel unvorbereitet gefühlt. Ne? Genau. So. Und es ist sicherlich nicht an aller Stelle das umgesetzt worden, was vielleicht hilfreich gewesen wäre. Ne? Aber das ist halt echt komplex. Noch eine Minute. Die Frage des Optimisten und des Pessimisten. Ja, noch eine Minute. Danke, Janik. Nee, das ist Szenario, das sind Szenarios da drin. Das sind Szenarios. Und das sind Szenarios. Was heißt ein Szenario? Da werden halt in den Vorsatzstudien die Szenarios. Und das heißt zum Beispiel, es löst, das passiert nicht viel. Auf Worst Case, Best Case, also man ist gut vorbereitet, man kriegt es irgendwie in den Griff, aber man ist schlecht vorbereitet. Wir sind nach unserer Studie im Case, wir sind schlecht vorbereitet gelaufen. Oh, tatsächlich. Man hört dich ganz schlecht. Ralf, man hört dich ganz schlecht. Man hört mich ganz schlecht. Na, wir sind in unserem Szenario, im Worst-Case-Szenario laufen wir. Und der einzige Unterschied zwischen alles läuft, alles genau nach Plan, unser Worst-Case-Szenario, der einzige Unterschied, es gab bis jetzt keine Plünderung, weil der Staat so viel Geld ausgeschüttet hat, dass die Leute jetzt nicht verarmt sind. Man ging in dem Szenario davon aus, dass es auch eine Verarmung gibt, dass die Polizei stark unter dem Virus leidet und deshalb nicht mehr die Sicherordnung ist, also Armut und Sicherheit sozusagen beide infiziert sind und dadurch dann auch zu Plünderungen kommt. Ich schließe jetzt die Breakout-Räume. Die Person kommt wieder rein. Okay, ich würde jetzt mal auf meine Folien wieder gehen und versuchen, das irgendwie hier, damit wir nicht ganz aus dem... So, wir waren jetzt... Moment, zack. Findet ihr die Beziehung zwischen ehemalige Foresight und verschwörungstheoretische Interpretation von Zukunft, die man nicht irgendwie wahrgenommen hat oder nicht ernst genommen hat, sehr interessant. Also dass diese Rückkupplung digitale Öffentlichkeit, weil wir haben so ein kurzes Zeitgedächtnis, dass wir, also ich meine, es gibt Sachen, die seit 30 Jahren permanent wieder auftauchen, aber die werden auch permanent wieder vergessen. Ja, und auch was so Narrative und so Sprachbilder da drin sind und so, ne, die sich dann so fortsetzen, das ist halt super interessant. Ich glaube auch, da könnte man noch viel mehr erforschen.
Ja, ist in Frage der, auch der, wie die kommuniziert wird, ja, überhaupt, ja. Das ist irgendwie, da gibt es Schichten oder Ebenen von Wahrnehmung, die einfach so zu weit weg von den Alltag sind und die werden dann komischerweise plötzlich als prophetisch dargestellt, wobei die einfach nur Teil der ganz normale, wie soll ich sagen, so Vorbereitungs-, irgendwie fast irgendwie szenaristische Vorstellungen von ganz gewöhnlichen Menschen, die so auch in realistischer Weise mit Risiko umgehen. Das ist sehr merkwürdig. Also die Pandemie, wenn man jetzt guckt online, ja. Es gibt so viele Vorträge, die verfügbar waren seit 20 Jahren, die völlig ignoriert geworden sind. Hm. Oder nur so nebenbei geflogen sind. Ja, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, sind wir alle schon wieder zurück aus den Breakouts? Vollzählig. Sind wir schon wieder in der großen Session? Hm? Ja, sind wir. Ja, wunderbar. Ihr merkt schon, ihr seid hier in unsere Hauptsession reingeraten. Wir hatten hier eine ganz spannende Diskussion tatsächlich aufgehängt an der Frage, es gab 2013 schon mal exakt also Corona sozusagen als Pandemieszenario vorausgeschaut und da haben wir uns jetzt so ein Stück weit auch dran darüber diskutiert. Ich bin gespannt, wie es bei euch in den Breakouts war und ob ihr euch auch so ein bisschen über den Tellerrand und auch Stadtrand hinweg hinaus unterhalten konntet, über Universitäten hinaus. Und würde mich da auch über Feedback freuen. Ich würde vielleicht an dieser Stelle nochmal sagen, dass ihr herzlich eingeladen seid, wenn ihr diese Themen der unterschiedlichen Hochschulen, die seht ihr auf unserer Webseite, wenn ihr euch da irgendwie weiter vernetzen wollt, interessiert, sprecht uns an. Also unsere Community ist offen und wir würden euch dann auch mit den jeweiligen Hochschulen und den jeweiligen Expertinnen und Experten zusammenschließen, inwieweit ihr da auch mit den verschiedenen Lehrveranstaltungen zusammenwachsen könnt oder in Teams euch nochmal austauscht. Das versuchen wir über diese Breakouts auch immer so ein Stück weit mit zu unterstützen, aber natürlich auch separat davon. Ja, also es bleibt an mir jetzt tatsächlich die Übergabe dann auch schon zur nächsten Who's Next, zur nächsten Ringvorlesung zu machen. Und das ist interessant, weil jetzt sozusagen von der Zukunftsforschung explizit an die Technologie, würde ich jetzt mal sagen, behaupten, übergehen. Zumindest in persona Ralf Wehrspohn, Professor und Nanophysiker. Das kommt zumindest mal von den harten Physikfächern her, auch Mitglied des Vorstands, insbesondere der Fraunhofer Gesellschaft für Technologie, Marketing, Geschäftsmodelle. Und auch, muss man dazu sagen, begleitet uns, hat mitbegründet unser Foresight Film Festival. Ja, Zukunft, Gesellschaft, Technologie, what's next? What's next ist ja auch ein Stück weit der Slogan der Fraunhofer Gesellschaft. Ist die Fragestellung 12 dann in der Vorstellung oder in der Vorlesung? Herr Wehrspohn, Ralf Wehrspohn. Hallo? Ja, hallo. Ah, da haben wir ihn. Ich bin da. Ja, Ralf Wehrspohn, ja, wie schon angekündigt, Physiker, Materialphysiker, wenn man so möchte, und aktuell in der Fraunhofer Gesellschaft für das ganze Thema Technologietransfer und Trends auch zuständig. Und da spielt die Zukunft, beziehungsweise die Zukünfte, natürlich eine zentrale Rolle. Fraunhofer hat neben dem klassischen, wo man Fraunhofer eher für kennt, so von dem klassischen technologischen eben auch Institute, die sich sehr intensiv mit dem Foresight-Prozess auch methodisch beschäftigen, da das Fraunhofer IAO in Stuttgart und das Fraunhofer ISI in Karlsruhe. Und hier sehen Sie im Prinzip unsere aktuellste Studie. Das ist letztendlich eine Metastudie über 300 verschiedene Studien gemacht, wo wir 51 Zukunftsthemen identifiziert haben. Und das basiert letztendlich auf so klassischen Delphi-Methoden, also Befragungen und Trends, aber heute eben auch noch mit KI-Methoden, wo man im Prinzip die gesamte Literatur, das gesamte Patentportfolio, was sich so entwickelt, auch auf Resonanzen abklopft, um da wirklich einen guten Eindruck zu kriegen, welche Zukünfte gibt es, was sind die Themen, und wir haben die geclustert. Und ich freue mich mit Ihnen, das zu diskutieren. Sie sehen da, hallo Josef, what's next sozusagen. Und diese Spotlights, diese 30 Themen, die sind auch unterschiedlich, und zum einen sind es vielleicht Themen, die man eher so kennt heute, also Quantencomputing, was bedeutet das, aber was sind das eben, was bringt uns der Quantencomputer für Zukünfte? Aber es sind dann eben auch Themen, die so ein bisschen mehr vielleicht scary sind, wie eben zum Beispiel auch, und das kommt heute auch in der Presse relativ wenig eigentlich vor, was eben der Nobelpreis, der dieses Jahr verliehen worden ist, mit der Genschere eben macht eigentlich mit uns, mit der Zukunft. Also was für Auswirkungen hat denn die Genschere eigentlich dann, wenn man das dann auch in Richtung auch des Menschen vielleicht, der menschlichen Anwendung bringt, und was für Chancen, aber was für Risiken gibt es an der Stelle. Aber auch dann letztendlich natürlich zukünftige Gehirne, KI,
ganz viel passierter und wie sind da die Entwicklungen an der Stelle, bis hin zu Fragen, wie werden wir uns in Zukunft ernähren, was sind da für entsprechende Ansätze und wie werden die auch sozusagen in der Kreislaufwirtschaft geführt. Das sind Fragestellungen, die ich gerne mit Ihnen bespreche, und zwar die technologischen Zukünfte, die sich da entwickeln und gerne mit Ihnen diskutieren möchte, dann am 3.12. Genau. Dankeschön. Herzlichen Dank, das war jetzt die super Staffelübergabe und ich freue mich, wir haben ein bisschen überzogen, sehen Sie es uns nach. Bis zum nächsten Mal, 3.12. Anmeldung foresight-festival.com und auch auf Twitter, Facebook und Instagram sind wir zu folgen und zu teilen. Herzlichen Dank und wir wünschen dann einen schönen Abend. Bis bald. Danke, tschüss. 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 Tschüss, Wiedersehen.